The smallest measures in at barely 1.5 centimeters. The largest at over 20 centimeters. These are portrait miniatures from the Tanzi collection. They are reminders of a bygone era, and at the same time, evidence of a human need that has remained the same to this day. To capture in a picture the likeness of a loved one or oneself in order to preserve a memory. Today, it is easy and quick to take someone's photo or a selfie, and as a result, we surround ourselves with a large number of images every day. However, until the development of photography in the 19th century, portraits were hand-painted, requiring elaborate artistic work and skill. A miniature portrait was therefore a rare treasure and unaffordable for some. Miniature painting evolved from various roots. Medieval manuscripts already featured very small illustrations. Small format portraits were also visible on coins and medals. But actual portrait miniatures did not emerge until the beginning of the 16th century, when the aristocracy developed a desire for small and, most importantly, portable portraits. Soon artists began to specialize in this type of painting, and at times created perfect masterpieces on the smallest surfaces. A connection to book painting is still evident in the name miniature. Even though miniatures are generally small, their name does not refer to their size. It derives from the word minium, the Latin term for red lead. Once upon a time, book illustrators used this red pigment to decorate initials and book pages. Portrait miniatures are very personal objects. Due to their small format and because it is possible to carry them around and hold them, touch them, and examine them up close. Especially in the 18th and 19th centuries, miniatures were without a doubt the most intimate portraits that people commissioned of themselves. Juliane Schmieglitz-Otten, one of the curators of the collection, comments on the cultural and historical significance of miniature painting. Die frühen Miniaturen, die im 16. Jahrhundert im Umfeld des Adels und der Höfe entstanden, waren eigentlich noch nicht so sehr individualisierte Bildnisse. Man kann sagen, es sind eher so eine Art illustrierte Stammbäume gewesen. Man hat Bildnisse von Familienangehörigen gesammelt, oft auch von Heiratsverbindungen zu anderen Herrscherhäusern und hat die in größeren Sammelrahmen dokumentiert. Und das diente dazu, um Alter, Bedeutung, Herkunft eines Herrschaftshauses, eines Adelshauses zu belegen. Und erst im 17. Jahrhundert wurden die Bildnisse zunehmend persönlicher und auch individueller. Und hinzu kommt natürlich das Besondere der Miniaturen, ihre Objekthaftigkeit. Man kann diese Stücke in die Hand nehmen, man kann sie ans Herz drücken, man kann sie auch bei sich tragen, wie ein Schmuckstück. Zum Beispiel wie dieser Ring hier. Bernd Pappe has been working on European portrait miniatures for many years in a capacity as both restorer and art historian. He has seen and worked on many objects from public and private collections. He has been working with the Tanzi collection since 1998. Miniaturmaler waren nicht einfach Maler im Kleinstformat, sondern sie hatten ihre ganz speziellen Maltechniken. Sie malten hauptsächlich in Wasserfarben auf hauchdünne Elfenbeinblätter. Die Elfenbeinblätter, die maßen im Durchmesser nur etwa einen halben Millimeter und waren leicht durchscheinend. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sie sich denn die Mühe machten, auf ein so kostbares Material zu malen, wenn doch Papier oder Pergament viel einfacher erhältlich gewesen wäre. Aber tatsächlich hatte Elfenbein ein bisschen das Aussehen von menschlicher Haut, auch schon im unbemalten Zustand. Und wenn man Porträts malt, dann eignete es sich eben speziell gut, um die Dargestellten sehr lebensecht zu malen. Weil das Elfenbeinblatt so dünn war, musste es mit Papier hinterklebt werden zur Erhöhung der Stabilität. Zwischen das Elfenbeinblatt und das Papierblatt wurde oft auch eine Silberfolie eingelegt. Die Silberfolie diente als heller Reflektor, wirkte wie eine Art Spiegel hinter dem Elfenbeinblatt und ließ die Inkarnate, die eben transparent gemalt waren, besonders leuchten.
Gemalt wurde eben mit Wasserfarben. Das Bindemittel war Gummi arabicum, ein wasserlösliches Baumharz. Die Pinsel mussten natürlich sehr spitz sein, sehr feine Haare haben. Und ebenso häufig wie der Pinsel wurde auch der Kratzer verwendet. Der Kratzer war eine spitze Klinge, mit der man sehr präzise Farbe wieder entfernen konnte. Die Miniaturmaler sagen, dass sie den Kratzer ebenso häufig verwenden wie den Pinsel. Alles, was gemalt wurde, musste mit dem Kratzer wieder verfeinert und ausgebessert werden, sodass die Pinselstruktur am Schluss fast nicht mehr sichtbar ist. Das Spezielle in den Miniaturen ist eigentlich die Malweise des Inkarnats, weil die besteht aus lauter kleinen Punkten und Strichen. Das war aber nicht eine Marotte der Miniaturmaler, sondern sie mussten das einfach so malen, weil anders wäre es gar nicht gegangen. Elfenbein ist nicht ein sehr guter Malgrund für Wasserfarbe. Es ist leicht fett, leicht wasserabweisend. Und deshalb musste hier die Farbe eben punktend oder strichelnd aufgetragen werden, damit das darunterliegende, das zuvor gemalte, sich nicht sofort erweichte und verwischte. Miniaturen sind und bleiben sehr wasserempfindlich. Deshalb mussten sie geschützt werden. Miniaturen wurden ja auch im Außenbereich mit sich getragen. Also es bestand durchaus die Gefahr, dass auch mal Feuchtigkeit auf das Objekt drang. Deshalb mussten sie mit einem Deckglas vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Deckgläser mussten leicht konvex sein. Die waren immer leicht bombiert, damit sie in einem feuchten Klima nicht auf der wasserlöslichen Malschicht festkleben konnten. The Tansy Foundation, which is based in Lieselotte and Ernest Tansy's hometown of Celle, now looks after the couple's collection. Due to the quantity and quality of the pieces in the collection, it is among the most significant collections of portrait miniatures worldwide. Parts of the collection are on permanent display at the Bormann Museum of Cultural History in Celle. Die Sammlung Tansy ist deshalb interessant, weil sie nicht nur die Meisterwerke versammelt, sondern einen Überblick über die Miniaturmalerei als Ganzes ermöglicht. Trotzdem hat sie auch ihre Schwerpunkte. Das wären Deutschland, Frankreich und Österreich, auch die Schweiz, zwischen etwa 1650 bis zum Ende der Miniaturmalerei um 1850. Peter Adolf Hall hatte zum Beispiel die Eigenheit, die Vorzeichnung in einem grauen Stift zu machen und die ließ er auf dem Elfenbeinblatt stehen. Und die sieht man auch heute noch durch die Malschicht hindurch. Frédéric Dubois, er hatte eine andere Eigenart, und zwar malte er die Inkarnate mit sehr regelmäßigen diagonalen Schraffuren. Und Jean-Baptiste Augustin, er malte die Miniaturen in einer so feinen Malweise, dass man die einzelnen Striche und Punkte gar nicht mehr erkennen kann. Wenn Miniaturen nicht mit dem Namen der dargestellten Personen bezeichnet sind, ist es oft schwierig, sie zu benennen. Es ist uns aber sehr kürzlich gelungen, und zwar handelt es sich um Frau Tansys Lieblingsminiatur. Sie stellt drei Personen in einer Miniatur dar. Wir haben eine Mutter, die ein kleines Kind auf ihrem Schoß trägt, und das kleine Kind wiederum hält ein Gemälde in seinen Händen. Durch die Bestimmung der Dame auf dem Gemälde konnten alle drei Personen identifiziert werden. Sie hatte zwei Söhne, aber keine Tochter. Deshalb ist es naheliegend, dass die dargestellte Mutter eine Schwiegertochter von ihr war. Die dargestellte Dame ist somit Marie-Joséphine de Rigaud de Vaudreuil, und das kleine Mädchen muss ihre Tochter Fidèle sein. Miniaturen sind auch ganz wichtige Zeugnisse der Altersgeschichte ihrer Zeit. Wir sehen darauf Menschen in ihrem persönlichen Umfeld, und das macht sie ja gerade so besonders. Das heißt, wir sehen Dinge ihres Alltags, ihrer Einrichtung, auch Objekte der Lesekultur, der Musikkultur zum Beispiel. Und ganz wichtig natürlich die Kleidung. Die Sammlung Tansy bietet sozusagen einen Spaziergang durch 300 Jahre Modegeschichte. Die Miniaturen sind auch ganz wichtige Zeugnisse einer Erinnerungskultur. Anders als die großformatige, repräsentative Malerei sehen wir ja hier Menschen, die auch ihre Gefühle zeigen, Menschen in emotionaler Bewegung, die gerade ihre Gefühle demjenigen, für den die Miniatur gedacht war, oder derjenigen zum Ausdruck bringen wollen. Und deswegen werden auch ganz häufig ganz persönliche Dinge beigegeben, wie man zum Beispiel hier an einer Miniatur sieht, auf deren Rückseite Haare eingelegt sind, auf denen sich die Initialen befinden. Thanks to the exceptionally well-curated collection and the contemporary visitor-focused exhibition, Celle has become a European center for research on portrait miniatures.
Die Ausstellung im Bumann-Museum zeigt ausgewählte Objekte spezieller Epochen unter ganz besonderen Ausstellungsbedingungen, konservatorischen Bedingungen, die den Objekten entsprechen. Also so wenig Licht wie möglich für die besonders empfindlichen Objekte und dennoch eben so gut präsentiert, dass die Besucher sie best sehen können in speziellen Vitrinen, die mit Lupen ausgestattet sind. Und im benachbarten Bibliotheksraum bieten wir die Möglichkeit auf Anmeldung zu recherchieren, über spezielle Künstler zu arbeiten und auch Miniaturen einzusehen, die eben gerade nicht in der Ausstellung sind. However, opportunities for discovering this collection are not limited to its location or its publications. Birgit Schmidting has been responsible for many years for the photographic documentation of each object. Moreover, she also manages the digital presence of the collection. Für mich ist natürlich die Herausforderung, also eine gute Reproduktion hinzubekommen, wo also die Spiegelung eliminiert wird. Ich richte praktisch die Kamera lotrecht und mittig aus zur Miniatur und versuche erstmal die Spiegelung aus dem Objektiv und aus der Kamera und aus der ganzen Umgebung rauszubekommen, indem man also alles schwarz abhängt oder abklebt. Ja, wenn das nicht machbar ist, dann muss man leider mehrere Aufnahmen machen in unterschiedlichen Winkeln, also alle 30 Grad Winkel oder alle 45 Grad Winkel und dann am Rechner die Miniatur wieder zusammensetzen. Ja, das ist wie auf Spurensuchen gehen. Also wenn man die Miniatur in der Hand hält, sieht man noch nicht so viel, aber wenn man sie dann unter dem Objektiv liegen hat, dann entdeckt man schon einiges und wenn man sie nachher in der Vergrößerung sieht, natürlich ganz viel. Und das können wir auch ja toll jetzt mittlerweile abbilden auf unserer Webseite. Also wir haben ja da schöne Funktionen, dass man weit in die Miniatur reinzoomen kann. It was the desire of the collector Lieselotte Tansy, who passed away in 2016, to make this significant collection accessible to the public and to inspire enthusiasm for this special field of painting. The Tansy collection makes this art form, which continues to be fascinating to this very day, accessible to all and at the highest standards of presentation. Es ist mir eine Freude und Vergnügen zugleich, das Stifter- und Sammler-Ehepaar Tansy vor Jahrzehnten persönlich kennengelernt zu haben. In meiner beruflichen Eigenschaft als Rechtsanwalt und Steuerberater durfte ich das Ehepaar Tansy in rechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten beraten und begleiten. Und in diesem Zusammenhang ist auch sehr frühzeitig der Gedanke entstanden, eine Stiftung zu gründen. Die Stiftung sollte gegründet werden, um die Sammlung Tansy auch langfristig über das eigene Ableben hinaus zu erhalten. Dabei war ein großes Anliegen des Ehepaars Tansy, den Stiftungszweck möglichst genau zu bestimmen. Der Stiftungszweck besteht darin, die Sammlung der Öffentlichkeit durch Ausstellungen zugänglich zu machen, Publikationen und Kataloge zu erstellen und auch die kunsthistorische Befassung mit der Sammlung. Im Stiftungsvorstand bin ich zuständig für die Verwaltung des Vermögens und als Gesamtvorstand ist uns wichtig, die Sammlung auch langfristig zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir entwickeln die Webseite immer weiter. Also jetzt gibt es neue Funktionen, dass der Benutzer oder Betrachter sich selber zum Beispiel den Hintergrund einstellen kann, ob er die Miniatur auf weiß oder auf schwarz sehen möchte. Dann haben wir ja so einen One-Pager vorgeschaltet, dass man das Aktuelle sofort sieht. Ja, und sonst darf jeder weiter immer in der Sammlung stöbern und entdecken. Today, all pieces are available to view at any time by anyone who is interested via the Foundation's informative website. Of course, encountering the actual objects at the museum remains a very special experience.